Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um den Raspberry Pi. Du willst deinen alten Fernsehen zum Smart TV umwandeln? Dann bist du hier genau richtig. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Wie gerade eben erwähnt, bauen wir heute den Raspberry Pi zusammen und ich will mir einfach mal zeigen, alles was ich gekauft habe, um ihn so zu bauen, wie ich es für richtig halte. Und zwar haben wir einmal den Raspberry Pi 3B. Ja, es ist nicht das aktuellste Modell, das ist das Vorgängermodell, aber es kostet gerade mal 35 Euro. Hier ist das gute Stück, hier haben wir einmal den Raspberry Pi. Und zum Raspberry Pi habe ich noch eine MicroSD-Karte gekauft, um das Betriebssystem aufzuspielen. Das werden wir auch in diesem Video machen. Zum Raspberry Pi habe ich noch eine kabellose Tastatur gekauft. Und zwar haben wir einmal ein Mauspad, einen Rechts- und Linksklick und eine gute Tastatur sowie einen USB-Stick zum Verbinden. Der Raspberry Pi hat aber auch so schon Bluetooth. Packen wir kurz die Tastatur aus und verbinden wir sie auch gleich. Hier ist die Logitech-Tastatur, die werden wir auch gleich nochmal anschließen. Und ich muss sagen, ich finde die jetzt ganz gut. Sie klackert nicht und das Gute ist, wir haben hier nochmal einen Klicker. Und zwar ist es sehr gut, wenn wir Fernsehen gucken, dann müssen wir nicht hier unten draufklicken, sondern können das Ganze über den oberen Knopf machen. Und zum Raspberry Pi habe ich mir noch auch ein Gehäuse gekauft, inklusive ein Lüfter und den werden wir ebenso kurz zusammenbauen und dann werden wir rübergehen und das Betriebssystem aufspielen. So, nun habe ich die ganzen Teile auseinandergebaut, beziehungsweise hier die Folien abgezogen und jetzt bauen wir mal den Raspberry Pi ins Gehäuse ein und richten dann anschließend das Betriebssystem ein und starten ihn. Bauen wir den erstmal zusammen. So, im Grunde ist der jetzt fertig. Jetzt könnten wir theoretisch noch die MicroSD-Karte reinschieben, aber die muss man erstmal fertig machen und dann wäre schon mal startklar. Gehen wir weiter zur Bildschirmaufnahme und ich zeige euch, wie ihr das Betriebssystem herunterladen könnt. Bis gleich! So und hallo, wir befinden uns jetzt in der Bildschirmaufnahme. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Betriebssystem für den Raspberry herunterladen könnt und wie ihr das heruntergeladen dann auf die SD-Karte spielen könnt. Und zwar klickt ihr einmal in Google oder schreibt es rein, Raspberry Pi. Wir gehen auf die originale Webseite von Raspberry, klicken dann auf Downloads, dann auf Anfänger. Und herunterladen mit ZIP. Das Ganze habe ich jetzt schon gemacht und heruntergeladen. Wenn das Ganze jetzt heruntergeladen ist, jetzt bitte genau zuhören, denn meine Fenster kann ich nicht zeigen, weil es mein Aufnahmeprogramm nicht zulässt. Wenn ihr die Datei heruntergeladen habt, dann ist es im Grunde genommen eine ZIP-Datei. Diese tut ihr einfach öffnen oder entpacken. Dann schiebt ihr die MicroSD-Karte von eurem Raspberry Pi in den Computer herein,
öffnet dann die Datei, die er entpackt hat, beziehungsweise die Betriebsversion, öffnet den Ordner und öffnet den Ordner von der MicroSD-Karte. Dann schiebt ihr alles, den gesamten Inhalt von dem Betriebssystem einfach nur auf die MicroSD-Karte. Das heißt, ich markiere einfach alles, ziehe mir es rüber und lege es dann auf den Ordner bzw. auf die MicroSD-Karte. Habt ihr das Ganze dann gemacht, das dauert ein paar Minuten, dann ist das Betriebssystem auf der MicroSD-Karte und wir haben das Betriebssystem vorerst erstmal auf der MicroSD-Karte. Wenn ihr damit fertig seid, dann tut ihr die MicroSD-Karte aus eurem Rechner entfernen und schiebt sie dann in den Raspberry Pi ein. Jetzt kommen wir wieder zur Aufnahme und ich zeige euch, wie ihr einfach das Betriebssystem installieren könnt. So, nun habe ich das Betriebssystem auf die MicroSD-Karte aufgespielt. Schließe jetzt ganz normal mein HDMI-Kabel an. Ich habe jetzt schon die Maus angeschlossen bzw. den Bluetooth-Adapter. Jetzt hole ich mir noch Strom her. Und zwar habe ich hier auch das mitgelieferte Netzteil. Das war mit dem Gehäuse schon mit dabei. Steckt das jetzt einmal in die Steckdose. Verbind das Ganze jetzt erstmal. Starten jetzt den Raspberry. Und nun sehen wir an der Lampe, er ist angegangen. Was wir jetzt auch sehen, der Lüfter läuft nicht. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Fehler gemacht, den werden wir auch gleich wieder beheben. Aber jetzt gucken wir mal, was unser Fernsehen uns anzeigt. So, nun sehen wir, dass unsere Maus sich bewegt. Erstmal stelle ich das Ganze von Englisch auf Deutsch und tue jetzt hier einfach auf Installieren klicken. Mach erstmal das Häkchen rein. Und dann auf Installieren oder gib erstmal meinen WLAN-Schlüssel ein. Und zwar wähle ich hier mein WLAN aus und gebe hier jetzt mein Passwort ein. Nun habe ich mein Passwort erfolgreich eingegeben und klicke jetzt auf Installieren. Jetzt sage ich, ja, ich möchte das Ganze überschreiben und das Betriebssystem installiert sich jetzt. Das kann wieder einen kleinen Augenblick dauern. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Nun haben wir das Betriebssystem installiert und bestätigen das Ganze mit OK. Jetzt startet der Raspberry Pi neu und wir gelangen ins ganz normale Hauptmenü bzw. auf unser Desktop. WLAN, den können wir hier oben einstellen. Und zwar kann ich hier jetzt nach dem WLAN suchen. Also wir sehen hier oben rechts die Suche. Hier oben rechts kann ich den WLAN aussuchen. Klick dann auf das WLAN und gib hier mein Passwort ein und bestätige das Ganze. Das gleiche möchte ich eine andere Tastatur einstellen, möchte ich hier auf Bluetooth, Add Devices und hier wird mir jetzt neue Bluetooth-Geräte angezeigt und mit denen kann ich mich paaren. Das Ganze möchte ich aber erstmal abbrechen. So, nun haben wir das Update auch fertig und machen kurzen Neustart. So, nach dem Neustart ist unser Raspberry Pi eigentlich ist er komplett konfiguriert und jetzt können wir auch schon ganz normal ins Internet gehen und lossurfen.
Wie gesagt, am Anfang erstmal WLAN einstellen bzw. sich verbinden oder über LAN, dann Bluetooth. In meinem Fall habe ich die Tastatur schon mit dabei gehabt und müsste mich nicht neu bzw. müsste mich nicht koppeln, sondern habe das Ganze über den USB-Stick gemacht. Jetzt testen wir das Ganze und schreiben Google rein und gucken, ob das Ganze funktioniert. Wir sehen, Google funktioniert und testen wir das gleiche Ganze mal mit YouTube. Klicken auf YouTube, dann auf Suchen. Gehen dann nochmals auf YouTube und gelangen jetzt auch hier rein. Wir sehen, wir können hier ganz normal surfen, ohne irgendein Problem. Jetzt gucken wir mal, ob auch Videos flüssig laufen. Einfach als Kleintest, dass auch alles funktioniert. Wir geben unseren Lieblings-YouTuber an, klicken hier mal auf seinen schönen Kanal und wir sehen, es läuft schnell. Wir bekommen einen Ton. Ich kann das Ganze über die Tastatur lauter machen und alles funktioniert. Zum Neustarten vom Raspberry schließen wir einfach mal den Browser, klicken oben auf die Himbeere, gehen dann runter auf Shutdown und drücken dann auf Herunterfahren oder Neustarten. In dem Fall tue ich ihn jetzt mal herunterfahren und jetzt zeige ich euch noch mal kurze Einstellungen bzw. den Raspberry, wenn ihr ihn das erste Mal einschaltet. Also, wie ihr vorher auch schon gesehen habt, wir haben hier den HDMI-Anschluss, hier haben wir den Stromanschluss, hier hätten wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss, hier machen wir die MicroSD-Karte rein. Wir haben hier einen Kühler, wir haben hier einen Kühler und unter dem Lüfter sitzt einer. Wie ich die Kabel jetzt konfiguriert habe, könnt ihr hoffentlich leicht erkennen. Und zwar habe ich die zwei vorletzten Pins benutzt, und zwar einmal den roten und anschließend den schwarzen, und dann funktioniert der Kühler auch. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, richtet euren Fernseher ein und vergisst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr noch mehr Technikvideos haben wollt. Und wenn ihr in Zukunft auch einen Raspberry Pi haben wollt, ihn aber nicht selber zusammenbauen könnt oder euch das Ganze nicht zutraut, dann schreibt mir eine E-Mail und ich mache das Ganze für euch. Bis zum nächsten Mal, euer Technoplug.